So. So, hier ist wieder ein Lager voll. Ja. Aber die Marktkarre ist immer noch unterwegs. Das ist ja gut. Kann man jetzt nicht ändern. Aber ich denke, sobald ein neuer frei ist, wird da jetzt auch was kommen. Wird da ein Fahrer kommen oder ein Abholer. Ja, und wie ihr seht, haben wir jetzt schon 28 Tonnen Stein. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ah, das haben wir noch nicht. Gut. Wir könnten Hanf anbauen, damit die Leute Kleidung kriegen. Dazu mache ich aber mal Folgendes. Ich untersage denen mal, dass die das haben wollen. So wird nämlich bei der Produktion nichts aus dem Lager genommen, bis das Lager voll ist. Das ist so mein persönlicher Trick. Wahrscheinlich kennt den schon jeder. So, wir brauchen eine Hanfplantage. Und etwas Hanf. So, der Weg ist nämlich schon vorgegeben wieder. Darüber und da. So. Und wie ich sehe. Mehr Wohnraum für euer Volk wäre angebracht. Ja. Meint ihr nicht? So wie es aussieht, haben wir jetzt gerade Mist gebaut. Ja, ich hätte mal vorher drauf gucken sollen wieder. Also hier kann man keinen Hanf anpflanzen. Deswegen auch das grüne Ausrufezeichen. Macht aber nichts, reißen wir es wieder ab. Das kann doch nichts werden, oder? Ich kann es hier doch nicht anbauen. Wieso wächst da was? Kein Hanf anbauen, oder? Bin gerade ein bisschen über... Nee, das geht nicht. Also. Ich kann hier keinen Hanf anbauen. Was aber nicht schlimm ist. Wir können uns das einfach liefern lassen. Ist gar nicht schlimm. Moment, wenn, dann sollte ich auch die Straße wieder entfernen. Jetzt so in dem Sinne, die ich brauche. So. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in den Handelsmodus. Jetzt machen wir mal ein bisschen Handel. Und zwar brauchen wir. Jetzt muss ich überlegen: Hanf direkt oder Hanf für Kleidung? Jetzt gerade ein bisschen überfragt gerade, weil eine Webstube benötigt kleine Kutten, benötigt Hanf, also das heißt, wir brauchen Hanf und zwar so, gehen wir auf 30, jetzt mich verarschen. Gut. 30 Tonnen sollten das mal reichen. Und was brauchen wir noch? Ich glaube, das wäre es eigentlich soweit. Alles andere können wir dann ja nach und nach dazu kaufen. Gut, unser Lager mit Steinen ist schon gleich gefüllt. Das ist sehr gut. Werkzeuge produzieren wir später, sobald wir die Werkzeugmacherei haben. Aber dafür brauchen wir Eisen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Dafür brauchen wir natürlich Eisen. Und Eisen haben wir hier auch irgendwo gehabt. Das ist Sohle. Okay.
Irgendwo hatten wir doch Eisen. Eisen, okay. Da werden wir so schnell nicht rankommen. Hätten das Kohle. Kommen wir auch so schnell nicht ran. Okay, ihr habt mich überzeugt. Wir werden Werkzeuge einkaufen. So 10 Tonnen reichen. Gut. Und wir werden jetzt mal ganz kurz hier nochmal hergehen. Oh, die hat sich ausgebaut. Uha. Seid gegrüßt. Gut, wir haben dann halt noch keinen Handelsvertrag. Was da ist. Will sie jetzt dann? Der Herr hat anderes mit mir vor. Ja. Dass ihr am Grabe unseres Herrn beten durftet. Beneidenswert. Ein Handelsvertrag wäre eine gerechte Sache. Alter, ich soll noch Geld zahlen? Ja, gut. Damit ist es besiegelt. Ja, herzlich willkommen, ne? So, was hast du denn Schönes? Ist nicht viel, aber ist immerhin was. Ich komme mal mit meiner Schalluppe an. Wir können ihr auch leider nichts anbieten gerade. Das hat sie wahrscheinlich selber. Ach, ich fahre ja mal hin. Ansonsten pflücken wir mal ein paar Blumen hier aus dem Garten. Das kommt immer gut an. So. Unsere Nussschale setzt sich in Gang. Ja. Dann schauen wir mal. Und dann werden wir wahrscheinlich die nächste. Also das nächste Mal einfach mal auf Entdeckungsreise gehen und mal gucken, was wir so entdecken. Vielleicht orientalische Länder. Wer weiß es, vielleicht ein Korsarennest. Irgendwo werden die sich verstecken. Noch haben wir ja Glück, dass die ruhig sind. Okay. Und die hat schon eine große Insel. Die hat sich gut ausgebaut. Aber hier hat sich halt nicht viel getan. Das habe ich nämlich gemeint. So größer so eine Insel wird, da bauen die sich wenig aus. Da bauen die nur ihren Konto aus. Goldfund. Ja. So. Da kommt unser freier Wind. Ihr Schiff ist auch relativ klein, muss ich sagen. So. Was haben wir denn hier Schönes? Willkommen! Ja, irgendwie hat die nichts im Lager. Vielleicht noch zu früh, würde ich sagen. Gut, mach nichts. Wir kommen wieder. Wir fahren jetzt mal zurück über eine Entdeckungstour. Und dann werde ich auch mal eine kleine Aufnahmepause machen. Ja, es wird Zeit. Und ja. Schauen wir mal, was wir hier so... Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Mir auch. Dankeschön. Für 9 Tonnen Werkzeug, 1 Tonne Hanf. Das kann ich gut gebrauchen. Wir machen uns erstmal das Hanflager voll, damit die Hanfseile bzw. Leinenkuttenproduktion dann langsam vorangeht. So, erstmal um die Insel rum. Damit wir das entdecken. Vielleicht entdecken wir ja was. Wer weiß. Wer weiß auch nicht. Keine Ahnung. Also hier um die Insel ist soweit, ja, wer sagt's denn, etwas entdeckt. Ist aber wahrscheinlich nur so ein kleiner Fitzelchen an der Insel. Ja, sieht fast so aus.
So, weiter geht's. Beim nächsten Mal werde ich auch die Musik einen Ticken leiser drehen. Das ist doch relativ laut. Sie haben ein neues Land gesichtet. Ja, das ist sogar eine orientalische Insel. Sehr schön. Was könnte man denn hier abbauen? Gewürze. Zuckerrohr. Kaffee. Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Und hier haben wir... Seid ihr der Bote, der mir die Waren für mein Experiment... Nein? Oh. Was? Ja, es ist doch gar nicht so schlimm, oder? Ist mir doch egal. Geht ihr mir bei dieser Sache zur Hand? Lord Northbird bittet ihn folgenden Auftrag an. Finden Sie für Lord Northbird einen Schatz. Entsenden Sie einen Suchtrupp auf zwei Inseln. Zu jedem Aussenden des Suchtrupps benötigen Sie an Bord 3 Tonnen Werkzeug. Ja, ich würde sagen, ich würde ja, aber... Ich habe noch ein Boot. Gut, das machen wir jetzt nochmal kurz. 3 Tonnen Werkzeug. Das ist einmal da. Und einmal da. Gut. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Und holen uns erstmal 3 Tonnen Werkzeug. Um dieses Vorhaben mal durchzuklabustern. Wie lange haben wir eine Zeit? 26 Minuten. Ja, das ist machbar. Also eine halbe Stunde... ungefähr ist machbar. So, das ist der Speichervorgang, wie ich gesagt hatte. Kleinen Augenblick. Ja, es dauert ein bisschen. Spiel gesichert. Gut. Dann weg. Na, so. Wollt ihr einen gut gemeinten Ratschlag annehmen? Gibt ihnen den folgenden Rat. Um einen Suchtrupp auszusenden, werden bestimmte Waren an Bord des Schiffes benötigt. Ach, was? Ist ja nicht so, dass er uns das schon vorher gesagt hätte. Aber gut. So, 174 Einwohner haben wir. Es hat sich eigentlich nichts geändert, außer bei den Bauern. Da sind es, glaube ich, 4 weniger geworden. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber es ist echt, ja, es läuft. So, unser Boot ist auch gleich da. Also, 3 Tonnen. Gut, den Rest können wir dann wieder zurück tun. Das ist ein bisschen viel jetzt, aber gut. So, wir müssen auf die Insel. Auf die nebenstehende Insel. Da soll ein Schatz sein. Wenn nicht hier, dann woanders. Ich bin mal gespannt. Also wahrscheinlich müssen wir den Schatz dann auch zu ihm bringen. Also der teilt ja nichts. Vom Schatz her, denke ich mal. Oh, guck mal da, ein Fuchs. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, das macht aber nichts. Weil ja so in dem Sinne nicht viel gebaut wird. Noch nicht. So, wo sind wir denn? Da sind wir. Da steht unser Mannequin und erforscht jetzt. Wie lange müssen wir jetzt hier bleiben? Das sieht nicht so aus, als wenn er jetzt irgendwas entdeckt hätte. Dieses Schiff sucht in der Nähe nahegelegenen Insel nach Schätzen. Die Schatzsucher konnten nichts Wertvolles finden. Alles klar, war mir klar.
So, und dann ist hier... Hier unten soll auch noch was sein. Also so kriegen wir die Karte aufgedeckt. Indem wir Quests machen und ja. So, fahren wir auch auf Entdeckungsreise. Ja, diese Insel wäre definitiv nichts für uns gewesen. Die ist so... Weiß ich nicht, da sind zu viele Seen dazwischen. Wobei Seen ja gar nicht so schlecht sind. Aber ich hab's doch eher, wenn Flüsse durch die Karte fließen. Aber hier kann man wenig bauen. Auch wenn sie groß ist, kann man doch wenig bauen. So, wie viel Zeit haben wir noch? 22 Minuten haben wir noch. Ist okay. Das reicht uns locker. So, jetzt kommen wir in orientalische Gefilde. Man hört es an der Musik. Wenn man hier jetzt schon sieht, dass es eine Insel wurde ausgemacht. Bisschen orientalisch. Hier können Bienen angebaut werden, also Honig, also geimkert. Wieso rennt der da mit einer Laterne rum? Ist das nicht hell genug für ihn? Was? Ab und zu ein bisschen strange, die Leute. Oh, naja. Sie haben einen Schatz gehoben. Ja. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich den Schatz zurückbringen, oder? Oder wir nehmen ihn einfach mit nach Hause. Muss zur Erfüllung des Auftrags beim Auftraggeber abgegeben. Natürlich. Glitzert und funkelt. Gut. Das Einzige, was wir wahrscheinlich kriegen, ist ein bisschen Ruhm. Hier kann man wohnen, oder wie? Das ist doch... Der hat ja... Baut der auch was an. Alter, der hat eine riesige Insel hier. Aber baut nichts ab oder an. Natürlich, also wenn man sich das einfach von jedem Schnort hier auf der Karte, ist das klar. Dann würde ich auch nichts anbauen. Das ist... Warum auch? So möchte ich nicht wohnen, ehrlich gesagt. Das wäre doch ziemlich einödig. Ein paar Häuser und dann war's das. Also, nö. Was kann ich dem Kaiser über den Auftrag vermelden? Dass ich den Schatz wieder mit nach Hause nehme. Ich bin froh, dass ihr euch dieser wichtigen Angelegenheit angenommen habt. Was hab ich gesagt? Ruhm. Bisschen Goldmünze. Ich will den Inhalt von dem Schatz. Naja. Gut. Das ist ganz im Sinne unseres Herrn. Marie nimmt wohlwollend zur Kenntnis, dass sie einen Auftrag für Lord Northburg abgeschlossen haben. Und du bist ja gnädig, dass ich einen Ruhm von dir kriege. Du Geschisse. So. So, hier läuft's. Und unser Schiff kommt jetzt auch wieder nach Hause. Wo sind wir denn? Da ist es ja. So, jetzt aber endgültig mal Aufnahmepause.
damit ich das noch zurecht machen kann. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lasst. Ich sag das ja eigentlich gar nicht gern, wenn ihr da irgendwie Likes oder so lasst. Aber wenn ihr wollt, lasst ein Like da, einen Daumen nach oben. Wenn euch das nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Aber schreibt unten in die Kommentare, warum. Ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare, was die Namensgebung betrifft. Da bin ich doch relativ gespannt. Ja, ich verabschiede mich und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Hier bei Anno, dazu mal. Ne? Ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.